Moin Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Erbsen TV. Und zwar heute wollte ich einfach mal das Thema Mobbing ansprechen. Ich weiß, es ist ein hartes Thema, aber meistens denke ich jetzt mal so, man sollte nicht irgendwann so den Mund verschweigen gegenüber von dem Thema. Ich hoffe, ich kann so ein paar Sachen erzählen von mir, wo ich gemobbt wurde und sagen, was man dagegen machen könnte oder so. Was ich damals nicht gemacht habe. Wie in meinem jeglichen Video eigentlich, also fast in jedem Video, ein Bier. Eigentlich. Und zwar, erstmal zum Wohle. Und zwar heute ist Montag, ein Wochentag, der nicht jeder gerade mag und Mobbing mag auch keiner. Sagen wir das mal so ganz offen und ganz frei. Und zwar, ich möchte einfach mal sagen, so von meiner Persönlichkeit her, ich bin durch Mobbing ehrlich gesagt erst zu dem gemacht worden, was ich bin. Wollte ich mal so anmerken. Klar, gut, früher war das jetzt eine harte Zeit, zumindest für mich. Und viele haben dann mich angespuckt und getreten und geschlagen und das und jenes. Und ich probiere das jetzt mal ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil sonst, ja, es sind so halt alltagstümliche Sachen. Naja. So. Ich würde jetzt mal sagen, viele Wissenschaftler sagen immer verschiedene Sachen. Mobbing fängt erst nach 3 Monaten an, manche sagen nach 2 Monaten, manche sagen sogar nach 1 Monat. Ich persönlich sage, Mobbing fängt dann an, wenn die Würde eines Menschen so drastisch beschädigt wurde. Ob das jetzt ein Tag ist, 2 Tage, 3 Tage oder sogar über Wochen. Ist egal, ab dann fängt Mobbing an. Ab dann, wenn eine Würde anfängt zu schmerzen, das tief in der Seele ist, also sage ich jetzt mal so, und ja. Es gibt für es gibt für Stufen, kann man so sagen, es gibt für Stufen beim Mobbing. Es gibt einmal rassistisches Mobbing. Es gibt einmal körperliches Mobbing, es gibt seelischen Mobbing, es gibt Cybermobbing, es gibt, wie nennt man das andere? Das bin ich selber voll komplex. Ja, die drei, nehmen wir jetzt mal die drei durch, sonst dauert das Video wieder zu lang. Wir fangen beim rassistischen an, und zwar: Du wirst verurteilt, allein und geärgert durch deine Hautfarbe. Das ist schon rassistisch. Das ist brutal, das ist scheiße, das ist eklig, das ist. Yeah. Mobbing allgemein ist. Yeah. So, jemand nach seiner Hautfarbe zu verurteilen, bloß weil er jetzt nicht irgendwie ins Klischee der Deutschen reinpasst, wie zum Beispiel weißhäutig, so wie ich und andere vielleicht auch. Vielleicht heißt der eine, keine Ahnung, Waldemar oder irgendwie anders oder irgendwie so, ne? Ist ja auch wurscht, wie der eigentlich heißt. Es geht um seine Hautfarbe, er ist dunkel oder andershäutig, sagen wir mal so. Und dann wird er sofort verurteilt, so, ja, du bist kriminell und bababa, und dann wirst du damit aufgezogen, was andere machen und das und jenes und bloß weil du jetzt keine Markenklamotten trägst, obwohl du eigentlich dunkelhäutig bist, weil alle in Amerika machen das und blablabla, du bist ja voll anti-cool, du bist nicht so, ja, so. Verstehe nicht, warum Leute sowas machen. Ich weiß zwar nicht, warum die das machen, ob das wirklich nur allein an der Hautfarbe liegt oder ob es einfach bei ihnen selbst nicht passt oder ob sie einen Hobby-Hitler als Vater oder als Mutter haben oder beide oder irgendwie so und damit aufgezogen werden mit der ganzen rassistischen Kackscheiße.
Dann gibt es einmal noch den körperlichen Mobbing, finde ich jetzt, dass es so drei Kriterien sind, also rassistisch und was ich davor alles gesagt habe, dass einfach der körperliche Umgang ist. Zum Beispiel du bist dick, sagen wir mal so. Da wirst du einfach wegen deinem Gewicht gemobbt. Ne? Viele Mobber sind selber dick, aber mobben andere, weil sie dick sind. Da kann man machen, ist aber scheiße. Mobbing ist und bleibt einfach scheiße. Und das Schlimme finde ich persönlich, dass die Lehrer da gar nicht hingucken, genau. Sondern einfach alles verschließen. Du gehst auf den Lehrer zu und sagst so, hey, yo, Alter, die ärgern mich. Spiel schön weiter. Und du denkst so, Leute, hört ihr den Kindern überhaupt zu? Ihr seid Lehrer, ihr seid Beamte, ihr seid... Was weiß ich alle, ne? Und anschließend, irgendwann, es gibt alle zwei Tage, laut einer Statistik, alle zwei Tage bringt sich ein Jugendlicher mit Suizid, also Selbstmord, um, weil er in der Schule gemobbt wird. Da wird er nicht anerkannt, egal ob nach Hautfarbe, nach Style oder was weiß ich. Der wird einfach fertig gemacht, weil er einfach in das passende Bild von denen, die ihn mobben, nicht reinpasst. Ich verstehe solche Jugendliche einfach nicht. Ich habe es nie verstanden und werde es auch nie verstehen. Dann kommen wir zum seelischen Mobbing. Seelischen Mobbing ist dann, wenn du äußerlich hart bist, so im Sinne von, ich kann ja jeden Schlag von euch einstecken und jeden Tritt und jede Spucken und was weiß ich alles. Da stehe ich drüber, was ich jetzt ein bisschen schade finde, dass Leute so das machen und dann fangen sie an, sich zu ritzen und oben drüber bleiben Narben, ganz dicke Narben, ganz unterblutete Narben, das sind dann so ganz dicke rote Narben. Ich habe davon keine. Und sie zeigen das eigentlich auch, dass die einfach fix und foxy sind. Ob das jetzt an den Eltern liegt, ob die jetzt bei den Eltern ankommen mit den Narben oder ob die Eltern, die sagen sie, ja, du bist psychisch krank und bababa und stecken die dann in eine Nervenheilanstalt rein, weil sie entweder damit überfordert sind oder gar nicht auf ihrem Kind aufpassen. Finde ich ein bisschen schade, muss man ehrlich sagen. Da fängt schon bei den Eltern an, ob die Lehrer darauf hören und der Direktor oder den, ich glaube, an jeder Schule gibt es heutzutage sowas wie einen Sozialarbeiter oder müssen die Lehrer so eine Ausbildung machen, das weiß ich jetzt gerade nicht, weil Lehrerstudium habe ich nicht abgeschlossen, sagen wir mal so. Dann gibt es Cybermobbing. Jeder hat das Wort wahrscheinlich schon mal gehört oder gesehen oder irgendwo was gelesen davon, dass Cybermobbing anfängt schon übers Handy, in WhatsApp-Gruppen und über bestimmte Personen in der Schule hergezogen wird. Das heißt zum Beispiel, du machst ein Bild, wo er ja zum Beispiel in der Nase bohrt, weil es ihm da gerade juckt, weil ich ja den Hintergrund ja nicht. Ne? Und dann wird das Bild einfach reingeschickt und dann drüber hergezogen wird dann und so weiter und so fort. Und dann wird das auf Facebook gepostet, dann wird es in YouTube angesprochen, dann wird es überall, ich weiß nicht, was weiß ich, in jeder... Social Network wird es einfach verteilt. Insta, Facebook, WhatsApp, Telegram und wie die alle heißen. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir schon mal so die drei Kriterien durchgenommen, was ich ein bisschen hart finde, dass es überhaupt heutzutage noch gibt. Früher gab es einfach nur Hänseleien. Das waren dann auch schon eigentlich Mobbing in meinen Augen, Hänseleien. Außer du machst es mit deinen Freunden, der haut dir ins Maul und du haust ihnen ins Maul, wenn ihr Punk seid oder Mettler, ihr fängt an zu pauken und sowas. Das ist dann schon so, das gehört dazu, ja, also das Pauken zum Tanzen, ja, und das Schlagen, wenn beide einverstanden sind, alles in Ordnung.
Aber wenn das andere machen, andere in deinem Umfeld oder was weiß ich, oder in der Schule, Arbeit, Mobbing gibt es überall, das fängt schon in der Kita an und hört im späteren Leben im Altersheim auf. Ja, viele Leute gehen daran kaputt. Und so. Ja. Wie habe ich damals Mobbing überlebt? Mobbing habe ich in Anführungszeichen erst dann überlebt, wo ich erst bemerkt habe, wie stark das wird. Ich war ein bisschen blind auf beiden Augen. Erstmal einfach nur, die spielen mit mir so, ne? Ja, anspucken, schlagen, treten, ja. So war mein Schultag. Ab der 6., 7. Klasse hat es, glaube ich, bei mir angefangen. Weil ich damals wirklich auch schon anders war als die, jetzt nicht so als Punk unterwegs oder so. Aber. Ja, was soll man da sagen? Ich wurde halt einfach morgens schon fertig gemacht. Ich wurde auf den Boden geschubst, mir wurde Schulranzen ausgeleert, mir wurde das Pausenbrot geklaut, mir wurde, weiß nicht, die ganze Zeit mit Papierschnipseln wurde ich abgeschossen und irgendwann bin ich mega zusammengefallen, allein schon psychisch bin ich zusammengefallen. Ich wollte morgen schon gar nicht mehr in die Schule. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich aufstehen musste. Allein wenn ich das Wort Schule höre, habe ich angefangen einfach zu heulen, kann man so sagen. Ich wollte einfach nirgendwo mehr hin. Ich wollte in meinem Zimmer mich barrikadieren. Ich wollte gar nicht mehr raus in die Welt. Ich hatte so keine Lebensmotivation mehr. Dann bin ich ins Heim gekommen, weil meine Mutter nicht damit klarkam, dass ich, glaube, anderthalb Jahre, laut Protokoll von Jugendämtern, anderthalb Jahre Schule geschwänzt habe. Ein halbes Jahr davon saß ich auf der Straße, wie ich schon mal erzählt habe. Mir wurde einfach alles zu viel und ja, so war meine Kindheit. Allein durch das habe ich dann bemerkt, so okay, hauptsächlich ist es, glaube ich, Gruppenzwang, was andere machen. Der eine, der ist schon zufrieden miteinander und irgendwie sowas. Ich werde heute auch blöd angeguckt oder angeschnauzt, weil ich so bin, wie ich bin. Aber ich stehe heutzutage darüber. Was ich jeden Typen, der jemals gemobbt wurde vielleicht oder immer noch gemobbt wird, rede mit Freunden drüber, was du machen kannst, wenn du welche hast. Viele Mobber haben gar keine Freunde. Rede mit denen. Vertrau dich deiner nächsten Person an, deiner Freundin, Freund, deinen Eltern, dem Lehrer, den Filialleiter oder irgendwie sowas. Einfach ein hohes Tier, sagen wir mal so. Oder einfach mit dem, wo du guten Kontakt hast, wo auch dich nicht auslacht oder was weiß ich, sondern dir auch zuhört. Ich werde jeden Mobber weiter, jeden Tag die Daumen drücken, damit er das auch persönlich so wie ich übersteht. Ich habe auch viele Narben, nicht so tiefe, wie die meisten das machen, sondern ich habe persönlich viele Narben. Allein im Herz. Ah, da kommen wir gerade später auch noch dazu. Narben im Herz. Und ja, jeder, der einen mobbt oder nicht akzeptiert, wie er ist, ist in meinen Augen einfach nur asozial. Und dann sagt man immer, ja, wir panzen vor die Assis. Ja, es gibt solche Plastikfotzen da draußen irgendwo in der Welt. Guck mal, ich reiß Hundetüten aus dem Ständen. Bin jetzt voll der Punker da, ich hoffe voll die bunten Haare. Bin voll Punker. Solche Leute könnte ich jetzt mal haben. Einfach nur, ihr benimmt euch Assi und dann wundert ihr euch einfach, dass Punks als Assis abgestempelt werden oder so. Und ja. Was ich noch eine kurze Verkündung machen möchte, ist, dass ich am 19.10. auf ein Konzi gehe, wenn das Geld das zulässt, nach Offenburg aufs Unherz-Konzert. Das geht, glaube ich, über zwei Tage, Freitag auf Samstag oder irgendwie so. Werde ich hingehen oder ich werde nur einen Tag hingehen, je nachdem. Informationen werden noch von Felix, also dem Sänger von Unherz, bekannt gegeben. Grüße gehen raus an Unherz. Ich habe mir jetzt auch auf EMP, das war, ist jetzt gar nicht so lange her, das war erst heute, das neue Album unten
Band-T-Shirt dazu bestellt, das sind bei knapp 30 Euro gewesen. Also mit Album, Versandkosten und T-Shirt und knapp 30 Euro. 26 Euro irgendwas oder so. Ja, habe ich mir jetzt bestellt, das neue Album. Kommt dann demnächst und es gibt davon auch ein Auspackvideo. Ich werde es euch auch noch zeigen. Also so ganz Mainstream-YouTube-mäßig, kann man so sagen. Und ja, falls ihr mal Bock hättet, mitzukommen in Offenburg am 19.10.2018 in Offenburg unten in Baden-Württemberg. Genauere Daten werden noch preisgegeben, werde ich noch über YouTube preisgeben. Und falls ihr mal Bock habt mitzukommen, da unten ist ein Kommentar, da könnt ihr das reinschreiben oder ihr schreibt mich privat an. Lasst ein Like für dieses Video da und seid stark gegen Mobbing. Mobbing ist nämlich scheiße, fickt euch ihr Mobber. Und ich denke jetzt mal, da habe ich mich genug abgekotzt. Man hört und stört sich dann im nächsten Video. Und adios amigos und ciao.